Und hier sind wir mal wieder bei einem Flash-Spiel. Was heißt das? Keine Ideen mehr. Nein, keine Zeit mehr. Aber darüber erzähle ich gleich mehr. Erstmal spielen wir dieses alte, schöne Flash-Spiel. Ich glaube, davon gab es auch noch einen ersten, einen zweiten Teil und dritten Teil und einen vierten Teil. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der erste Teil von 2008. Armor Games. Ich glaube, die existieren noch. Hätte ich mal nachgucken sollen. Ich habe nach Max Games geguckt oder wie die heißen, weil ich auch ganz viele Spiele davon habe, aber die existieren auf jeden Fall noch. Na, was spielen wir denn? Na, da ich das Spiel ja schon ein bisschen kenne, spielen wir doch mal. Nicht wundern über die leichten Grafikfehler rechts und links. Das Spiel ist eigentlich für 4 zu 3 Monitore gemacht worden. Naja, wer hatte 2008 schon einen 16 zu 9 Monitor? Ich glaube, ich hatte einen, weil mein Bildschirm kompatibel mit Windows Vista sagt. Ja, oh, diese komische Steuerung. Hier geht's noch einigermaßen, aber die meisten Flash-Spiele haben einfach X und Z als Steuerung. Das ist katastrophal. Und hier, genau. Und hier habe ich A und S. Ist jetzt auch nicht so geil, aber immer noch besser als nichts. Ja, hier gab es ja so einen Trick, genau. Wenn du die ganze Zeit geslidet bist und die zwei Tasten gedrückt hast, dann hast du bei den Dinger. Damit kannst du jeden wegmoschen. moschen. Das muss ich auch irgendwo aus dem Internet mal geholt haben. Was? Die. Gott, auf Easy ist es ja ganz einfach. Ich habe es letztens auf Easy mal gespielt. Aber die überleben da ja gar nichts. Im Gegensatz zu hier, hier muss ich richtig verprügeln. Geht er wieder in seinen scheiß Truck. Ja. Ich weiß ja, ich sage immer gerne, ich habe kaum Zeit und so. Ja, aber momentan habe ich echt wenig Zeit. Und wenn ich dann theoretisch aufnehmen könnte, dann habe ich keinen Bock mehr, weil es dann einfach so scheiße spät ist. Deswegen muss ich dann so gesagt erstmal meine letzten Videos, die ich noch habe, also die voraufgenommen habe, verwurschen. Ein paar habe ich noch, aber das ist nicht mehr wirklich viele. Ich habe momentan keine Panya-Videos mehr und auch kein Lufia-Video mehr. Nein. Solange ich noch Trackmania habt, sind alle glücklich, ne? Richtig. Nein, Hauptsache ich kann Trackmania. Ich könnte eigentlich alles einstampfen und einfach nur noch Trackmania machen. Rein Trackmania-Kanal, aber ich wollte ja wenigstens ein bisschen Abwechslung, auch wenn sich nicht alle dafür interessieren. Man kann doch nicht jeden recht machen. Deswegen muss man ja eigentlich auch mal viel mehr aufnehmen. Nee, ich will die Flasche aufnehmen. Genau. Hol die Fresse. Schön Kombos hier. Ja, und auch easy. Egal, was man meistens drückt. Man macht meistens immer irgendein Kombo. Guck mal, mein Freund. Haha. Was ich alles auf meiner Festplatte wie entdeckt habe. An komischen Flash-Spiele. Manche davon denkt man auch so, okay, ich weiß nicht, ob es die jetzt doch unbedingt im Internet geben würde. Aktuell, weil die echt, keine Ahnung, ganz komisch sind. Aber auch ohne Internet würde es diese Spiele niemals geben. Warum wohl? Die würden ja nie sowas niemals akzeptieren. Nein, das wäre, keine Ahnung. Altersfreigabe, 16 Begleitung der Ureltern oder irgendwie so. Ah, deswegen ist man, bin ich froh, dass es eben das Internet gibt, ne? Wegen vieler Sachen. Aber so viel, wie die ja wieder in komischen Gesetzen durchbringen. Mit Hassrede und dann, ja, boah, das ist Hassrede, ist gar keine Hassrede, aber scheiß drauf, Hauptsache blockieren und sperren die Scheiße. Ist ja wirklich schon hier fast ein Zensierungsstaat, ne? Eine Zensierung findet nicht statt, ja, doch, oder falsche Tatsachen. Aber naja, davon kann man sich ja theoretisch als Internetnutzer nicht beeindrucken lassen. Notfallsweise geht man ins Darknet oder in, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere alternative Netzwerke. Aber man kennt ja meistens immer nur das gute alte Darknet bzw. Onni-Netzwerk. Wo man dann wirklich jeden Scheiß posten kann und nicht unter Klarnamen oder Facebook posten, was ja sowieso eigentlich total doof ist. Ah, wie schön, ich kann rülpsen. Oh, das kann ich auch in der Realität. Guck mal, ein alter Mann, eine Frau. Warum muss ich dir was tun? Warte, wir vergessen hier, wir spielen. Wie heißen die alten Spiele? Beat'n Up oder so? Wo man die Leute, die auf dem Bildschirm sind, alle verprügeln muss, um weitergehen zu können. Ich glaube, da gab es auch lange, glaube ich, kein Spiel mehr, oder? Eine Indie-Szene bestimmt, aber nicht als richtiger. Als richtiger Publisher. Genau, du machst aber die ganze Zeit das. Muss auch einen richtigen Abstand machen, ansonsten machst du dann irgendwas von den Kombos. Boah, das ist auf normal gleich alle total einfach. Naja, geht dann noch ein bisschen weiter, ne? Das ist der erste Anfang.
Wir sind also in der Stadt, ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel war. Ich glaube nicht lange. Im Gegensatz zu anderen Spielen. Aber dann kommt auch, wenn ich endlich es geschafft habe, umzuziehen. Na, da muss ich verdammt viel machen in der Wohnung. Aber auch den muss ich leider in der Mülltonne an den Kopf werfen. Mann, will die Mülltonne nehmen. Aber kann ich nicht, weil ich sie theoretisch ja nicht sehe. Okay, dann rennen wir eben auf sie zu und machen den. Guck mal, nur der Schwarze macht was. Das ist rassistisch. Was sag ich ja momentan eben, da wird es mangeln. Nicht normalen tapezieren, sondern auch verputzen, abreißen, Kabel neu legen, ja, alles mögliche da drin. Deswegen bin ich momentan ziemlich überlastet. Aber wenn ich dann irgendwann fertig bin, dann geht's weiter. Und dann kommt auch eben ein paar extra Videos, die eben ein bisschen mehr Zeit im Anspruch nehmen. Wo ich momentan eben absolut keine Zeit für habe. Auch Kanäle. Und auch irgendwie Videos, die natürlich nicht so 100%ig eben zu dem Kanal passen. Aber naja, ich will jetzt nicht unbedingt für jeden Scheiß einen Kanal machen. Da müsste ich dann schon irgendwie eine Sache komplett fortsetzen und was ganz anderes machen. Aber die haue ich ja immer nur als Bonus immer zwischendurch rein. Ah, guck mal. Oh mein Gott, der erste Endboss. Muss ich die ganze Zeit nur bekommen und. Oder hier den hier machen. Obwohl, komischerweise, das macht nicht so viel Schaden. Nicht so viel, als wenn ich ihn die ganze Zeit anröpse. Oh mein Gott. Parklife. Jetzt kann ich. Nee. Purzen. Ist das eklig? Was muss der denn gegessen haben und so viel Rülps und Wurzücke, das ist ja voll unrealistisch. Flash-Spiele. Ich wundere sogar noch, dass es die mehr oder weniger gibt. Weil viele Sachen wurden ja aus dem Play Store, wurden ja von Flash-Spielen kopiert. Dieses komische, wie ist das Spiel nochmal? Dump Race to Die? Ja, auf jeden Fall habe ich ein Flash-Spiel aus dem Jahre 2002 auf dem Rechner, das ist das gleiche Prinzip. Deswegen, ja, ist besser kopiert als gut erfunden, ne? Deswegen mache ich Let's Play Videos. Theoretisch kann ja, denk mir auch so, ne? Du kannst ja auch was Neues erfinden, theoretisch. Ein neues Konzept oder irgendwas anderes. Du musst ja nicht unbedingt Let's Plays machen. Du kannst dann auch irgendwie, keine Ahnung, dass du die irgendwie ganz besonders bearbeitest. Diese Machimas sind ja auch so gesagt mehr oder weniger dadurch entstanden, indem sie einfach dann eben mit Multiplayer mit einem Kameramann dann eben Spielszenen eben als Filmszenen, so gesagt, gemacht haben. Da sind ja die Machimas entstanden. Und eine Zeit lang waren die auch, war der auch der größte Kanal. Mittlerweile ist er, glaube ich, auch ein bisschen zurückgegangen, aber naja, Videospiele sind trotzdem auch noch ziemlich weit hoch im Kurs. Dann, aber muss ich jetzt sagen, dass die großen Publisher leider viel Scheiße in letzter Zeit raushauen, im Gegensatz zu den Indie-Entwicklern, die meist mehr Besseres machen als die großen. Muss ich ja entdecken, als ich die Shantae-Serie nachgeholt habe, dass sie alle gut sind. Und auch festgestellt, dass der neueste Teil nicht so gut ist wie der Vorgänger. Also habe Genie Hero wie The Pirate Curse. Doch, The Pirate Curse hieß das. Oh mein Gott, ich kann. Warte, S-A-S? S-A-S? Nein, A-S-S-A? Ich weiß nicht, was Shantae. Ich werde es bestimmt zufälligerweise wieder machen. Oh mein Gott, und die sind alle so gewaltbereit. Die haben keine Angst wie die anderen Typen. Okay, das war's gewesen. Kotzen. Das dauert eben natürlich ein bisschen länger, das Kotzen. Diese Geräusche. Aber ich bin der Meinung, wie gesagt. Mann, du sollst ihn nicht ankotzen, du sollst ihn machen. Oh mein Gott, ja. Ihr seid bestimmt aus der linken Szene. Weiß man ja auch nicht in Hamburg, ob da jetzt wirklich die linke Szene für verantwortlich war insgesamt oder ob da eben sich einige Ausländer oder andere eingemischt haben, müssen nicht unbedingt Ausländer sein, eingemischt haben und dann eben den Linken das gleichzeitig in die Schuhe schieben wollte.
Naja, man bekommt das eben nur durch die Medien mit, ne? Oder man wohnt natürlich zufälligerweise in der Nähe. Wohne ich in der Nähe? Nö. Also bis Nambo sind auch noch ein paar Kilometer. Nur weil ich deine Frauen gemacht habe, Junge. Ist der Endboss? Ich glaube ja. Combo, Combo. Nur seine Frau da. Die kotzt sich auch noch voll. Ich glaube, das war's, ne? Der war ja so hart, das war ein harter Boss, natürlich, ja. SHS. Kann die Scheiße rauslassen. Pussycat. SAS. SAS. Und seine Hose geht trotzdem jedes Mal wieder. Regeneriert sich selbst. Wollt ihr mal auf die Fresse hauen? Ich will immer Anlauf nehmen, ich will immer Anlauf nehmen. Kombo-Killer. Ja, wie gesagt, das geht momentan so ab. Und deswegen spiele ich jetzt in meinem Flash-Game, weil das zum Render nicht lange braucht. Und ich eben noch schnell was hochladen kann, denn ja, es ist auch schon Sonntag. Ich versuche das hier als auch noch diesen heutigen Sonntag hochzuladen, aber naja, auch das wird, keine Ahnung. Aber man reicht so schnell ist, brauche ich extra nur einen Threadripper, also den neuen AMD, um schneller Videos zu rendern. Naja, wir haben, glaube ich, ein bisschen sehr übertrieben dazu. Dann möchte ich schon Geld damit machen. Also ich, ja, ich glaube, dann müsste ich echt Geld damit machen, um mir wirklich so viel Geld auszugeben, nur um schneller rendern zu können. Ah, naja, ich hoffe mal, die Laune kommt natürlich wieder zurück, wenn ich nachher dann meine Wohnung habe. Ach ja, oh, hier ist der Endgegner. Na, stimmt, der ist aber relativ schwer, weil er. Hier sieht man ja, was er macht. Deswegen ist es auch schlau, eigentlich die ganze Zeit nur so normal anzugreifen. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass ihn das den Scheiß im Kotz interessiert. Ja, Mann, ich lass mich jedes Mal von dieser scheiß Mülltonne treffen. Genau, den hier musst du machen. Dann trifft dich erstmal die Mülltonne nicht und außerdem machst du den. Aber die meisten Schaden. Mann, du sollst weiter leiden und nicht immer zwischendurch aufhören. Das ist das einzige Negative, dass du immer diese scheiß Kombos hast. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Okay, stumpf, den kannst du nur treffen, wenn du vor ihm bist und nicht hinter ihm. Naja, noch die Hälfte der Energie, du Scheißteil. Dann darf ich die Mülltonne treffen. Und dann hänge ich da irgendwo fest. Du Scheißteil. Auf leicht bist du leichter. Ah, Mann, ey. Ich habe jetzt auch Final Fantasy für die PlayStation 4 gekauft. Und ja, mal gucken, wann ich dazu komme. Ich will es nicht let's playen, ich will es für mich genießen. Selbst genießen. Das gibt's ja auch mal. Ja, du blöde Scheißteile. Mann, du sollst nicht rülpsen, sonst kleiden du. Nein. Ah, oh, toll, ich krepiere doch. Ich glaube, da muss ich den kompletten Abschnitt neu machen. Mann, scheiß, wegen diesem scheiß Mülltonne hier. Den scheiß Dingern Mülltonnen. Warum machst du auch nichts anderes, du Scheißteil? Kann auch sicher gehen, einfach nur die ganze Zeit gehen, hauen, 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 hauen. Und dann, ja, sich wieder von der Mülltonne treffen lassen. Mann! Da habe ich schon so viel Energie, ne? Oh, oh Gott, jetzt mache ich einen auf Sicherheit. Treff nicht, bumm, daneben. auch toll. Bum, 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 bum. Und wieder neben. Wie bei den meisten Spielen. Wenn du sie auf Nummer sicher gehst und dich nicht treffen lässt, dann dauert das immer Ewigkeiten. So wie hier. Talalala. So kann ich jetzt wirklich sicher gehen, dass ich nicht sterbe. Weil ich glaube, das ist eh jetzt der letzte Endgegner hier für. Also für den Abschnitt. Ich weiß nicht, ob das Spiel dann schon zu Ende war. Nangang ernährt sich das Eichhörnchen. Verdammte Scheiße. Eichhörnchen, wie man sagt.
Ah, ich glaube, ich muss doch gleich in den Typen kämpfen. Da sitzt doch noch einer drin, oder? Okay, es geht einfach noch weiter und es kommen Polizisten. Okay. Nicht einkesseln lassen, nicht einkesseln lassen! Diese langen Kombos dauern einfach immer so lange, ey. Das dauert so lange für das Spiel. Und wer bist du denn jetzt wieder? Ja, kotz den Fuß einfach voll. Scheiße! Game over, nein! Warum spiel ich auch auf Mittel? Hallo, hier hat sich jemand das Passwort gemerkt. Pussy Life? Nee, Hotdog ist auf jeden Fall das eine Ding gewesen. Hotdog? Pussy Life? Ich weiß es nicht, ich müsste mein eigenes Video gucken. Auch toll. Hotdog, Hotlife. Ich weiß auf jeden Fall, Hotdog ist ganz vorne gewesen. Ach ja, Parklife, ne? Parklife war vorher gewesen. Hä? Parklife. Ich spiele immer extra easy. Okay, so lautet das Video auf jeden Fall definitiv. Oh Gott, bin ich ein Noob, ey. Definitiv länger zum Rendern. Nimm die Scheiße hier, irgendwelche Verkacke hier, und weil ich auch das scheiß Passwort für das andere Ding vergessen habe. Nachher war das einfach der letzte Endboss und war das Spiel zu Ende. Nicht mehr auch so, ja, toll. Schön toll, dass ich nicht mehr das Passwort weiß. Egal, es geht eben alles schneller, weil auf easy ist alles easy. Guck mal, wie schnell die Typen einfach hier krepieren, ey. Im Gegensatz zum Medium. Muss ich mal auf Hard spielen. Ja, ich habe auch einen Kollegen, der spielt alles auf einfach. Alles. Weil er keine Lust hat zu verlieren. Dann sagt er immer, die Spiele müssen mir Spaß machen. Und die frusten mich nur und machen mir keinen Spaß, wenn ich sie eben auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spiele. Naja, irgendwie wichtig, ein bisschen an Herausforderung muss man auch haben, ne? Ja. Das stimmt, aber irgendwann denke ich mir so, ja, okay, jetzt spielst du doch auf einfach. Gerade eben jetzt hier. Aber nicht, weil ich so ein Noob bin, sondern nur, dass ich irgendwann mal zum Ende kommen will. Na, und irgendwie, ich weiß nicht, ich will auch mal das neue Track wieder spielen, aber irgendwie habe ich das noch nicht so gereizt. Dann bleibe ich lieber einen guten alten Trackmania. Das kenne ich. Und außerdem funktioniert das noch und auch wird noch, ja, also die Server funktionieren noch, ne? Also ich kann es noch ohne Probleme online spielen. Auch wenn es bei weitem nicht mehr so viele Server gibt wie ganz zu Anfang. Oh Gott, wie wenig ich einfach hier überleben, ey. So, jetzt kommt das Passwort. So, sag mir das Passwort, was ich vergessen habe. Pussycat. Dumm. Dummes Passwort. Gut, dann hat er gar nicht lange gedauert. Zum Glück spielen wir auf easy. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir vorher waren. Dieser scheiß Müllwagen überlebt nicht mehr so viel. Aber immer einfach spielen. Einfach. Na, so wie gesagt bei Fable 3, was ich gespielt habe. Das Spiel war wieder ein Stückchen zu einfach. Nein, einen Typen kannst du gar nicht umbringen. Warum? Siehst du, der geht nämlich immer seine scheiß Müllkarre. Ja, auf das Ding voll zu kotzen, das bringt nichts, das ist ein scheiß Dingsauto. Gott, guck mal, der überlebt ja trotzdem relativ viel. Ein scheiß Ding. Und das wird wieder Jahre dauern, nur weil du ein scheiß Müllwagen bist. Warum kannst du kein Mensch sein, du Müllwagen? Und eigentlich müsst du den, ja, wenn du gegenschlägst, okay, das verstehe ich, aber nicht, wenn du ihn voll kotzt. Das dürfte ihn eigentlich gar nicht interessieren. Voll scheiß. Oder furzt und scheiß mal die ganze Zeit gegen euer Auto. Ich glaube, das stört ihn auch nicht. Na, und Stun tun die es ja auch nicht. Das ist ja eigentlich die Hauptsache von den Dingern. Ah, ich kann mich ruhig treffen lassen. Das ist einfach. Einfach ist einfach. Das ist auch. Wo bin ich?
Na, da kommen die Polizisten. Na, aber hier habe ich vorhin auch schon ohne Probleme platt gemacht, aber wer hat mich denn getötet? Ich glaube, dieser komische Typ, der einfach danach kam. Ach ja, dieser Superpolizist. Der einfach jetzt ankommt. Da kommt er, der Superpolizist. Was ist dein Problem? Wenigstens kann ich ausstunnen so. Okay, das war echt der letzte Endgegner. Toll. Ja, das war das Spiel. Okay, jetzt weiß ich auch, warum es davon so viele Fortsetzungen gab. Also klar, ein Obdachloser fühlt sich gut eben in der Dings hier. Super Hobo. Boah, dann kann ich das Spiel gleich mit einem Kombos anfangen. Toll. Okay, das war das Spiel. ich sag ja, eigentlich wäre es kürzer gewesen, hätte ich es gleich geschafft. Und ich hätte auch locker auf Medium geschafft. Aber nein, ich muss natürlich extra auf Easy spielen, weil ich Angst hatte, das Spiel ist noch länger. Naja, Leute. Lebt wohl. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also es wird noch ein paar Episoden kommen. Aber eben von nicht von allen Spielen. Und ja, mit ganz viel Pech komme ich mit den Aufnehmen nicht hinterher. Und dann gibt es wieder Pause. Aber wenn es soweit ist, dann mache ich wieder so eine extra Folge wie hier. Oder ich mache sowieso eine extra Folge. Ihr werdet das ja sowieso sehen. Ihr werdet alles sehen. Lebt wohl.